Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Thieves the Dark Project und wir sind hier bei Lord Buffetts Anwesen. Ich bin jetzt Inselgamer, für viele, die das jetzt noch nicht wissen. Also ist ja auch noch recht neu, dass ich jetzt Inselgamer hier heiße auf YouTube und ja, wir sind hier bei Lord Buffetts Anwesen, wie gesagt, und gucken wir mal, wo wir lang müssen. Ob er die auch liest? Oder sind sie nur zur Schau? Ja, also ich würde sagen, die sind wohl nur zur Schau, die Bücher. Weil ich denke mal, er wird wahrscheinlich nur so rumprallen und wusste nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Hier liegt ein Papyrus. Schauen wir mal. Melody Bufford. Ihr sagtet, ich sollte mit Ginny reden. Habe ich getan. Dragbone meinte, die Hammeritenherzen sind wohl unterwegs gewesen. Schleichend und schnüffelnd haben so manchen gekrallt und der ist dann im kalten Stein unten in ihren kettengeschmiedeten Zellen verschwunden. So sieht's aus. Die haben sich in der letzten Dunkelheit euren Händler Takis und zwei Kunden gegriffen. Die Namen seien Liselle und Ryan. Einfach eingesackt, als sie rausgingen, und es waren nicht die ersten, sagte Ginny. Kein Wunder, dass Dragbone dieser Tage immer schlechter besucht wird. Können einerseits keiner was dafür, aber ich habe Ginny doch ganz schön gedroht mit Blut, Untergang und so. Habt keine Sorgen. Er werden jetzt ganz schnell lernen, wie man sich die Hammeriten vom Leibe hält und ablenkt. Wegen eurer Victoria noch nichts Neues. So wenig Spuren, wie ich von der gefunden habe, wandelt sie wohl 3 Zentimeter über der Erde. Dominik. So. Es hat uns ja schon viel geholfen jetzt, diese Info. So, hier liegt noch was, ein weiteres Buch. Verehrter Lord Buffett, eine jüngst erhaltene Lieferung von Antiquitäten aus Bone enthielt einige Stücke, die so erlauben wir uns aufgrund eurer früheren Käufe zu vermuten, euer Interesse finden könnten. Die Beschreibungen liegen anbei. Wir würden uns freuen, euch jederzeit in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen, um die Stücke oder andere Antiquitäten persönlich zu begutachten. Ein Punktzepter von etwa einem Meter Länge, wenn ich das nicht richtig so sehe, in den Korpus aus Wehrholz und ist das Muster aus Doppelstern mit Punkt geschnitzt. 15 cm der Zwinge sowie 12 cm des Griffes sind in polierten Kupfer eingefasst und mit feinster Dunkelglasur überzogen. Überragendes Merkmal des Prachtstückes ist jedoch der 15 cm große Wolkenstein in Tränenform eines der prächtigsten Exemplare, die wir je gesehen haben. Eine Schatztruhe aus silbernem Birkenholz, gut 60 x 80 cm groß. Der Deckel besteht aus Perlholz mit Einlegarbeiten aus Onyx. In das Holz ist ein Labyrinthmuster geschnitzt. Die Truhe steht auf Füßen in Form geschnitzter Löwenpranken, deren jede eine Kristallkugel umklammert. Das Throninnere ist in zwei Hauptfächern unterteilt. Eines besitzt Glasborde, das andere nicht. Unter den Fächern befindet sich ein verschließbares 5 cm hohes Geheimfach. In diesem falschen Boden könnt ihr euch eure wertvollsten Schätze lagern. Grimworth und der Perrinen Antiquitäten und wertvolle Reliquien. Okay, wir könnten ja mal nach so einer Truhe Ausschau halten und vielleicht finden wir was. So, die Flasche ist leer, brauchen wir nicht. So, gehen wir weiter. Gehen wir einfach mal weiter hier rein. Oh, da läuft jemand. Ist gar nicht gut. Kommt der hier längs?
glaube, der ist wieder verschwunden. Wir scheinen nicht hier in diesen Flur, in die Nische hier zu kommen. Warten wir mal hier ab. Der scheint hier immer im Kreis zu laufen. Aber das ist auch wichtig hier bei dem Spiel, dass man immer beobachtet, wie die Wachen laufen. Dann kann man die irgendwo abfangen oder beziehungsweise sich hinten ranschleichen. Was wir jetzt auch gleich mal versuchen werden. Eigentlich müsste er bei dir wieder lang kommen. So, hier sind wir im Dunkeln. Jetzt traut er sich nicht. Oder ist die Runde so lang? Ah, okay. Ist ein bisschen. Dachte, es wäre ein bisschen kürzer, sein Weg, aber scheint wohl doch ein bisschen länger zu sein. So, das hat jetzt. Ich glaube, wir sind sogar das erste Mal gestorben. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. So, hier sieht man auch schon mal, dass wir eine Mission von zwei in diesem Level geschafft haben. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Prunkzepter stehlen. So, ich lade hier nochmal, weil sonst müssen wir das, glaube ich, von vorne. So, das kennen wir ja hier schon. So. Ob er die auch liest? Oder sind sie nur zur Schau? Das wissen wir allerdings nicht. So, hier haben wir das nochmal. So, ja. Falls jemand nicht aufgepasst hat vorhin. So. Gehen wir mal weiter. Ah, da liegt ja noch was. Ha, seht ihr? Es war ich mal gar nicht so verkehrt, wenn man mal stirbt. Dann kann man auch noch mal gucken, ob man nicht was übersehen hat. So, hier haben wir noch mal die Angaben, wie diese Truhe aussieht. Und weiter geht's. Ja, also die Fliesen haben uns verraten. Wir müssen da echt langsam laufen. Am besten hier auf diesem Teppich bleiben. Immer schön auf dem Teppich bleiben. Dann kann auch nichts passieren. Oder wir warten einfach, bis er weg ist, und dann gehen wir da einfach an ihm vorbei. Also man kann auch mal die Wachen so ganz, also mal links liegen lassen. Oder man kann auch. Ich gehe auch mal schnell hier rein. Vielleicht auch mal nicht falsch. So, hier schläft der gute alte Lord Bufford. Keine Ahnung, wie alt er ist, aber ich denke mal, er wird schon recht alt sein, weil er hier. Na, Mittelalter wurde man ja sowieso nicht so alt, also war man früher schon, also schnell alt. Ne? Aber es gab natürlich immer mal Ausnahmen, dass manche länger lebten. So, wir haben einen Schlüssel. Hier, aber von dieser Truhe, was wir gesehen haben, ist hier ja nun keine Spur. Kann man hier nochmal diese. So. Vielleicht ist ja auch da was hinter. Man weiß es ja nicht. Aber es ist nichts dahinter. So. Wir haben mal ein bisschen hier renoviert. Das wird uns der Lord Bufford doch nicht übernehmen. Vielleicht ist das hier ein Gemälde von seiner Angebeteten mit ihrem Haustier. Keine Ahnung. Konnte man nicht die Kerze mitnehmen eigentlich? Ist auch hier wertvoll. Ah. Ne.
Na gut. So, es ist halt die Frage hier, ob der Wachposten-Mann gleich hier vorbeikommt. Nehmen wir mal den Prügel. Guck. Da siehst du, da kommt er nämlich schon. Und der wundert sich auch nicht, ne? Dass die Tür hier auf ist. Seht ihr gleich. Also jeder würde sich ja wundern. Also er läuft ja immer hier lang und die ganze Zeit war die Tür... Jemand ist hier durchgeschlichen. Oh. Oh, vielleicht hat er ja jetzt... Oh, ich hab da jetzt... Ich höre nichts Besonderes mehr. War wohl nichts. Okay, ihm ist aufgefallen, dass die Tür auf ist, aber er wundert sich nicht weiter. So sind die hier. Die werden wahrscheinlich nicht gut bezahlt, sonst würden die wahrscheinlich viel besser aufpassen. Oh, oh. Verstecken nützt euch gar nichts. Hier ist ein Einbrecher. Ah. Mist, er denn? Ach, Mist. Ich dachte, er wäre weitergelaufen. Mist. Also, nochmal. Okay. Alle guten Dinge sind drei und das wollen wir hoffentlich auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ob er die auch liest? Oder sind sie nur zur Schau? Das Papyrus können wir wieder mitnehmen. Das nehmen wir natürlich auch wieder mit. Das Buch müssen wir da mal reingucken. Weiß ja nicht, ob das... Ich glaube, wir müssen immer diese Sachen uns angucken. Vielleicht müssen wir uns auch weiter von hinten anschleichen. So, ich glaube, den kriegen wir nur auf den Teppich. Sobald er auf dem Teppich ist und wir auch, könnten wir ihn uns angeln. Eine falsche Bewegung und ich mach Hackfleisch aus dir. Mist. Schlag dir die Zähne ein! Mist, 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 schnell weg hier. Ach. Jetzt wird's lustig. Ja, ich merke das schon. Kann mich gar nicht. Wehe euch, wenn ich euch finde! Wohin ist der Dieb verschwunden? Da ist er. Der hatte einen Schlüssel dabei. Haben wir den jetzt? Oder? Hm? Hast du? Ah, jetzt haben wir einen Schlüssel, glaube ich, eingesammelt. Gucken wir nochmal nach, vorsichtshalber. Ja, ja, genau, der war so bronzefarben. Gut, dann haben wir ihn jetzt endlich vom Hals. Können wir hier nochmal unsere Schätze hier einsammeln? Ne, war sie nicht. So. Schlüssel. Würde ich mal sagen, weiter geht's. So, dann gehen wir hier hin. Müssen wir, glaube ich.
hier lang? Wer ist da? Hallo? Achso, das ist egal. Ob man jetzt von links kommt oder von rechts. Das war bestimmt eine Ratte. Das ist die Frage, wie kommen wir jetzt da vorbei? Haben wir noch ein Wasserpfeil? Kein Wasserpfeil, Mist. Müssen wir ihn so erledigen? So leid mir das ja auch tut, ne? Ein Pfeil hat gereicht? Ehrlich? Das ging ja einfach. Ich hätte jetzt gedacht, der würde jetzt ein bisschen rumlaufen noch und so. Und Hilfe schreien. Aber nein, ein Pfeil hat gereicht. Also hier nicht raufhauen, weil das dürfte laut werden. So. Lord Buffalds Thron. Ein Thronsaal. Ziemlich überzogen. Ja, aber wirklich. So, speichert nochmal schnell. Hier ist dieser Zepter, aber der ist leider nicht in so einer Truhe. Es war ja die Rede von noch einer Truhe. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hierher sollen. Ich habe jetzt ja gespeichert. Also bevor ich da jetzt rangehe. Na, hier ist auch noch ein Schlüssel. Eigentlich müsste es hier noch eine Truhe, glaube ich, geben. Laut dem... Ich gucke hier nochmal vorsichtshalber. Ich glaube, hier gab es aber nicht mehr irgendwie noch einen Raum, oder? Hier ist ja noch ein... Hier ist ja auch noch eine Tür. Wenn wir noch hier sind, können wir das ja auch mal alles abklappern. Kann ja nicht schaden, weil... Umso mehr Geld wir auch haben, umso besser. Beziehungsweise umso mehr Sachen können wir uns dann ja auch kaufen. Okay, hier gibt es schon mal nichts weiter. Hier ist wahrscheinlich so ein Sitzungssaal oder so ein Esssaal. Wahrscheinlich. Nichts weiter. Hier ist noch eine Tür. Hier ist niemand drin. Nur ein Kamin. Okay. Achso, das ist die andere Seite jetzt, würde ich mal. Na okay, dann gehen wir jetzt einfach hier zum Zepter. Ich denke, mehr gibt es hier auch nicht. Und diese Truhe, keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht findet man sie auch erst im Laufe des Spiels. Dass das einfach nur der erste Hinweis darauf war und jetzt nicht nur für das Level hier gemeint ist. Und wenn ja, dann haben wir Bleierpech. Aber ich meine, ich habe überall schon geguckt. Okay, dann holen wir uns den Zepter. Da haben wir es doch.
So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben den Zepter und können jetzt hier nochmal auf die Statistik gehen. So, ja, Schwierigkeitsgrad ist normal. Spielzeit ist bis jetzt auf so 54 Minuten noch was und ihre Beute ist 900 und Gesamtbeute 1429, gestohlen 1 von 3, gemeine Morde 0, erschlagen 9, also wir sind kein getötet, Moment, Treffer 59, Wunden 5, 59, Wunden 15, Heiltränke 4, getötete Unschuld natürlich keine und übrigens Tote 5, ach das geht doch. Die tot sind, die haben es ja auch verdient. Vor ihrem Toten mussten die Lügner die Hände der Diebe fressen. Und die Diebe mussten die Zungen ihrer Brüder, der Lügner, verschlingen. Und wir priesen den großen Erbauer für sein Urteil. Ich wollte Kati das Zepter bringen, aber er war nicht zu Hause. Die Hamariten haben ihn verhaftet. Offenbar stört sein Gewerbe den Orden. Dann wird ihn auch meines missfallen. Hoffentlich komme ich ihnen nicht unter die Augen, wenn ich Kati aus dem Gefängnis befreie. Denn genau das habe ich vor. Sie halten Kati in einem Bergwerk gefangen, das in einen Steinbruch getrieben wurde. Der Steinbruch ist geflutet, aber die Hamariten nutzen die am höchsten gelegenen Stollen noch. Sie haben einen Teil der Anlage zur Strafanstalt umgebaut. Für jene, die ihren Glaubenssätzen zuwiderhandeln. Ein Kollege, der dort eingesessen hat, gab mir einen Lageplan. Ziemlich schwierig, den Haupteingang zu benutzen, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Das Bergwerk öffnet sich zu einem Hügel südlich des Steinbruchs hin. Ich werde hinunterspringen und mich zum Gefängnis voranarbeiten, das irgendwo im Norden am Berghang liegen soll. Die Hamariten meiden die tieferen Stollen, weil es dort unten angeblich spukt. Ich erledige diese Tour nur ungern, aber Kati ist ein verlässlicher Hehler und mir passt nicht, dass die Hamariten ihn entführt haben. Außerdem schuldet er mir noch Geld für den Bruch bei Beffort. So, also wir müssen diesen Kati aus dem Gefängnis befreien, der von den Hamariten, wo das in irgendeinem Bergwerk ist, im Berg oben. Und dann müssen wir uns halt da durchkämpfen, wie gesagt. Und ja, und das machen wir natürlich nur, weil der Kati natürlich uns noch was schuldet. So. Also ich lese aber nochmal vor, das erste Ziel ist, der Weg durch das Bergwerk ist nicht auf Ihrer Karte eingezeichnet. Erkunden Sie die Gegend, um den städtischen Kerker zu finden. Kati schuldet Ihnen noch etwas für den Einbruch bei Buffort. Befreien Sie ihn, um Ihren Lohn zu bekommen. So, das werden wir auch tun. So, jetzt können wir uns wieder was kaufen. Wir haben jetzt 900 Goldstücke, whatever, in Bar. Und Wasserpfeile waren eigentlich immer sehr, sehr nützlich. Da hatten wir jetzt nicht genug Heiltrank. Heiltrank wäre besser. So, noch ein lieber. Dann haben wir jetzt noch 150. Brauchen wir einen Tipp? Ich glaube, wir brauchen keinen Tipp. Breitkopfpfeile brauchen wir auch nicht. Da haben wir jetzt im ersten Level auch nicht viel von genutzt. Ja, dann haben wir mal Wasserpfeile. So. Ja, geht's dann mal los. So. Jetzt sind wir hier beim Bergwerk und mache ich dann hier noch mal eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Also bis nachher, euer Inselgamer. Tschüss.